Wir stehen hier in der Frankfurter Buchgasse. Hier neben mir das Denkmal zur Frankfurter Buchmesse. Die Buchmesse fand in der Buchgasse statt, daher der Name. Die Buchmesse gab es seit dem 15. Jahrhundert. Hier an dieser Stelle wurde die erste Gutenberg-Bibel verkauft. Die Stadt Frankfurt gab dann bei Franz Mohn ein Denkmal zur Buchmesse in Auftrag. Dieses Denkmal entwarf Franz Mohn und es wurde produziert und gestaltet von Jörg Schmitz. Wieder eine kongeniale Zusammenarbeit im Sinne der konkreten Poesie. Schaut man sich die Anordnung und die Typografie dieses Denkmals an. Konrad Beyer und Franz Mohn kannten sich zunächst literarisch. Franz Mohn war so etwas wie der Doyen der konkreten Poesie. Er war Herausgeber von Texten. Und Konrad Beyer wandte sich an Franz Mohn, um ihn als Förderer zu gewinnen, als Förderer der Wiener Gruppe. Und da schrieb Beyer einen Brief an Mohn. Diesen Brief schrieb er aus Berlin und dieser Brief wurde nie abgeschickt. Doch er erreichte Franz Mohn Jahrzehnte später. Der Brief von Beyer an Mohn wurde im Nachlass Beyers gefunden und von der Witwe zur Auktion gegeben. Jörg Schmitz ersteigerte diesen Brief von Beyer an Mohn. Jörg Schmitz als Schüler Mohns und Verehrer des Werkes von Beyer ist jetzt Eigentümer dieses Briefes von Beyer an Mohn. Und Jörg Schmitz hat Franz Mohn diesen Brief nach Jahrzehnten Laufzeit zur Verfügung gestellt und vorgelesen. Die Konrad-Beyer-Gesellschaft wurde von interessierten Literaturfreunden 1987 in Wien gegründet, auf dem Friedhof von Hernals. Ziel der Konrad-Beyer-Gesellschaft war, das Gedächtnis des bekannten österreichischen Dichters Konrad Beyer zu bewahren und zu feiern. Eine besondere Reise zu Ehren von Konrad Beyer war die Reise nach Monte Rosso al Mare. In Monte Rosso hat Konrad Beyer zusammen mit Ferri Radax, einem der bekanntesten österreichischen Filmer der Nachkriegszeit, den Film Sonne halt gedreht, 1959. In Monte Rosso hat die Konrad-Beyer-Gesellschaft zu Ehren von Konrad Beyer den Text Der sechste Sinn gelesen. Der sechste Sinn ist in diesem Film Sonne halt komplett hinterlegt. Ein Ergebnis der Reise nach Monte Rosso auf den Spuren Konrad Beyers, seines Films Sonne halt, war das Buch Konrad Sonne Beyer halt. Jörg Schmitz hat es gestaltet, hat dafür zwei Gestaltungspreise gewonnen. Inhalt des Buches sind literarische Beiträge der Teilnehmer dieser poetischen Aktion. Es sind Beiträge, die von sachlich-germanistischer Literatur bis zu visueller Poesie reichen. Er studierte bei Franz Mohn und Franz Mohn war mehr als ein akademischer Lehrer, er war ein Mentor. Und was Jörg Schmitz bei Franz Mohn kennenlernte und dann ausübte, war die konkrete Poesie. Das ist die Anordnung von Buchstaben, Texten zueinander. Es war die auditive Poesie, man hört es. Die visuelle Poesie, die Zusammensetzung von Fragmenten, sei es textlicher, buchstabenähnlicher oder grafischer Art. Auch Fotos, Schnipsel, ich erinnere an Schlitters. Und schließlich kam Jörg Schmitz zur skripturalen Poesie. Der künstlerische Schwerpunkt von Jörg Schmitz liegt auf der skripturalen Poesie. Skripturale Poesie ist Umsetzung von Zeichen, Buchstaben in dann nicht mehr entzifferbare, ja unlesbare Zeichen. Die Anordnung dieser Zeichen ist das Kunstwerk selbst. Ausgangspunkt ist allerdings ein Ideogramm, ein Buchstabe, etwas Bekanntes. Dieses Bekannte verschwimmt. Man kann aber nicht skripturale Poesie betreiben ohne Typograf, ohne Gestalter, ohne Schriftkünstler vorher gewesen zu sein. Es geht der Weg vom Bestimmten ins Unbestimmte. Und das Werk, das skripturale Werk von Jörg Schmitz, bewegt sich gerade im Unbestimmten des Schriftlichen.